Lesen Sie weiter. Ich bin seit einiger Zeit leidenschaftlicher Dutch Oven Koch. In einem YouTube-Video habe ich diesen Raketenofen gesehen und war begeistert. Noch begeisterter war ich allerdings, als ich ihn das erste Mal ausprobiert habe. Mit 8 Holzkohlebriketts bekommt man ein Höllenfeuer. Ich konnte zum ersten Mal im Dutch Oven richtig anbraten. Mit 2-mal Nachlegen von 5 Briketts konnte ich das Feuer für 3 Stunden anhalten und da hatte ich noch nicht einmal den Powerring, weil der später geliefert wurde. Die Briketts verbrennen fast rückstandslos. Das Reinigen total easy. Tolles Gerät für diesen Preis. Habe den Ofen heute zum ersten Mal mit Holzkohle genutzt, habe wenig Kohle gebraucht und dafür eine schöne Hitze im Topf erreichen können, und das auch über die gesamte Kochzeit. Eine volle Kaufempfehlung. Wir haben mehrmals den Raketenofen benutzt. Geht einfach prima. Es wirkt im ersten Moment wie ein Spielzeug für große Jungs, aber auch ich als Frau habe meinen Spaß daran. Man kann Sachen darauf zubereiten, die sonst die ganze Küche verstänkern, und für unterwegs auch okay. Der Raketenofen ist absolut klasse und hat im Vergleich zu dem teureren eines Mitbewerbers noch den Vorteil, dass die Auflageplatte größer ist. So kann man hier auch mal einen Topf mit Füssen draufstellen, wenn er etwas größer ist. Ich nutze ihn sehr oft und kann ihn klar empfehlen. Lange nicht mehr so viel Spaß gehabt beim Kochen, kann es nur weiterempfehlen. Die Bezeichnung Raketenofen ist Programm. Die Befeuerung ist phänomenal. Hier gibt's Hitze mit minimalstem Materialeinsatz. Flamme schlägt oben raus, was für die Kochgeräte, Dutch Oven oder Plancetta optimal ist. Man kann den Ofen mit Holz, Holzkohle, Grillbriketts und allem, was sonst noch brennt und reinpasst, befeuern. Wer gerne mit Flammen arbeitet, das optimale Erlebnis oder auch Spielzeug. Was mich ein bisschen stört, sind die Rußablagerungen an den Kochgeräten, die auf dem Raketenofen genutzt werden. Ist aber leider nicht zu ändern. Habe den Kauf trotzdem nicht bereut und gebe eine klare Kaufempfehlung. Darauf haben die Männer gewartet. Ein Mini-Ofen, wo sie mit Feuer spielen können. Und praktisch ist es auch noch. Mit der richtigen Menge Kohle. Kann damit bei herrlichem Wetter draußen kochen. Ich habe Holz zum Anfeuern genommen. Auf dem Raketenofen habe ich einen Anzündkamin gestellt. Das hat die qualitativ hochwertig und robust. Es tut genau das, was es soll. Ich konnte auf diesem kleinen Ofen schon leckere Mahlzeiten zubereiten. Er empfiehlt sich besonders für Eintöpfe, Gulasch, Linsen. Ich kann dieses Produkt weiterempfehlen, da es eine sehr gute Alternative zu den zum Teil wesentlich teureren Konkurrenzprodukten. Ich habe diesen Raketenofen seit ungefähr einem Jahr im Gebrauch und bin nach wie vor sehr begeistert davon. Mit einigen im Wald gesammelten Ästen ist es mir möglich, Wasser zum Kochen zu bringen. Klick Link in Description for more reviews. Thanks for your watching.